Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Wonders. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Bros. Wonders. Ja, beim letzten Mal haben uns die verloren geglaubten Secret Access noch geholt aus der Welt 1 und 2. Und auch noch ein paar Aufsteller. Und heute wollen wir in die Magma-Tiefen, also in die Magma-Welt. Und das wird super, das wird spaßig, das wird ein Grauen. Weil die Magma-Welten zusammen mit den Eiswelten sind eigentlich immer die schlimmsten Level im Mario. Naja, ich würde sagen, rein in die Olga. Magma-Tiefen, wir kommen. Da ist der kleine Fiesling. So viel Lava finde ich super. Papa ist bestimmt schon langweilig davon, nur rumzusitzen und die Wunderkraft zu sammeln. Vielleicht schaffe ich es ja, dass die Lava in die Luft geht. Wie ein Feuerwerk, das würde ihm die Langeweile vertreiben. Die Magma-Tiefen sehen anders aus, als ich es mir vorgestellt habe. Wir haben es bis in die Magma-Tiefen geschafft. Der Wald und das Magma strecken sich bis tief in den Untergrund. Es gibt hier einige Forscher-Poplins, die diesen faszinierenden Ort eingehend studieren. Wir sollten den Observatorien einen Besuch abstatten. Vielleicht weiß man dort etwas über den Königssamen. Ja, da haben wir ja direkt unseren Forscherbereich, ne? Oh, ich darf mal was ziehen. Ich hab reingezogen. Oh nein, Hilfe! Warum Hilfe? Bitte, du musst uns helfen, Prinz Florian. In den Magmatiefen gehen merkwürdige Dinge vor sich. Seit der Palast eingenommen wurde. Was für merkwürdige Dinge? Tja, das Magma wird heißer und heißer und immer heißer. Ja, durch die viele Hitze, wo die Ranken aus dem tiefen Dschungel jetzt überall. Wenn du mich fragst, befinden wir uns in erheblicher Gefahr. Ah, dieser elende Bowser Jr. macht wieder nichts als Ärger. Und bestimmt hat er auch den Königssamen bei sich im Palast. Bitte, Prinz Florian, bitte. Befreie den Palast und rette die Magmatiefen. Hier nimm auch diesen Wundersamen mit, er soll dir Glück bringen. Schön, dass man immer ein Geschenk kriegt. So, jetzt komme ich aber langsam wieder ins Bild zurück. Ja, von dem Phantom weiß ich. Oh nee, direkt mit einem Suchtopf loslegen. Das waren immer die spaßigsten Level. Warum kriege ich auch noch drei Items hier zur Verfügung? Ja, hallo. Da komme ich nun das Blasending und den Bohrer mit. Okay, da ist schon mal das erste Ding. Das Ding konnte ich als Elefant wegschlagen, ich erinnere mich. Wahrscheinlich brauche ich alle drei Dinge hier tatsächlich. Das habe ich wieder wunderbar hinbekommen. Ich kann das Ding gleich nochmal holen. Ja, hier muss ich die wahrscheinlich mit der Blase ausschalten. Ja, das war offensichtlich. Ja, ich brauche den Elefanten an der Stelle. Da komme ich easy dran. Sag dich und komm nicht dran. So, zweiter Versuch mit dem Elefanten.
Ach, der muss in die andere Richtung. Ich kann die nicht schieben. Ich wollte es gerade ausprobieren. Ich kann da drunter. So ganz leicht. So bestimmt nicht ohne Grund so. Ja. Da brauchte ich den Bohrer. Genauso wie ich ihn hier brauche. Okay, und dafür brauche ich mit höchster Wahrscheinlichkeit den Elefanten wieder. Ich muss schon sagen, ne, von allen Power-Ups finde ich den Elefanten mit am wenigsten beeindruckend. Also klar, er ist auf jeden Fall das Wappentier so gesehen von Wonders, aber ich finde ihn jetzt nicht so cool. Ich finde den Bohrer definitiv am coolsten. So, wenn ich hier eh freie Auswahl habe, dann entscheide ich selber, welches Power-Up ich noch mitnehme. So, ich hätte gerne die Seifenblase noch dabei. Ich denke mal, die kann ich hier in den Level mehr gebrauchen als den Elefanten. Okay, Suchtrupp erledigt. Das hier sieht mir so nach einer Secret-Stelle aus. Ich brauche 15 dafür. Wir haben hier mehrere Wege. Ja, ich komme nicht mehr zu meinem Freund, weil dieser blöde Felsen den Weg blockiert. Normalerweise würde ich ihn einfach so trümmern, aber im Moment bin ich einfach zu schlapp dafür. Wenn ich doch nur einige Blumen hätte, dann wäre ich schnell wieder fit. Hier, nimm. Ja, ich spüre, wie die Kraft in mir erblüht. Das habe ich gebraucht. Und jetzt? Mach kein Holz daraus. Und die Kraft ist wieder weg. Jetzt fühle ich mich wieder schlapp. Wenigstens ist der Felsen weg. Jetzt komme ich wieder zu meinem Freund. Hm, ja, Kleine. Magma Tiefen Observatorium 2. Ja, wieder was geschenkt, ne? Wahrscheinlich kriege ich ein Abzeichen. Prinz Florian, hast du dir nur einen Weg durch die Ranken gebahnt? Die buchen mittlerweile überall. Da hast du völlig recht. Man sieht das Blatt vor Augen nicht mehr. Wir hätten uns fast verlaufen. Die Wuchern und Ranken überall. Und mit dem Magma stimmt auch etwas nicht. Was ist denn plötzlich los? Oh, ich habe es gefunden, dass ich in den Ranken verfangen hatte. Es soll dir gehören. Bitte, unternimm doch etwas gegen diese Wuchern und Ranken. Ach, ein weiterer Wundersamen. Ja, danke. Ein Abzeichen hätte mir mehr gefallen, weil uns fehlen ja tatsächlich noch ein paar, ne? Und das nicht gerade wenig. Ja, als nächstes der Schwebehochsprung-Test, ne? Ja, ich schaff das. Dass er hier perfekte Sprünge von mir verlangt. Okay, das war die erste Münze. Ich bin hier fast zu weit gesprungen. Na gut, das war einfach. Hier habe ich schon, ohne irgendeine Art von Anstrengung. Nein, danke. Ich mag meine Pirouette.
Ah, okay, das ist die Karte hier so gesehen. So, im Reich der Rotumbas. Ein neues Gegner. Das wird lustig. Neuer Gegnermon. Der ist gut durchgerollt. Das sind Rotumbas. Dachte mir schon, dass ich die von unten vernichten kann. Okay, hier brauche ich den Bucher. Kann ich auf denen hüpfen? Ach, die können sich gegenseitig kaputt machen. Ja, nimmt mir die Arbeit ab. Domino? Domino! Lustig. Neue Spielelemente. Bong. Ich wollte gerade sagen, die Rotumba ist weg. Okay, der geht auch nur kaputt, wenn ich dieses eine Teil treffe. Oh, nett. Oh, ich mach ich doch alle lang. Oh. Wieder was Verstecktes. Gut zielen. Okay, das kracht nicht um, wenn ich gegenspringe. Ich hab nichts davon, die umzunieten, ne? Das Ding sieht wackelig aus. Das hier sah schon so verdächtig aus, die Ecke. Die Ecke sah mir zu verdächtig aus. Dass da sich einfach so ein Riss durchgezogen hat. Secret Exit gefunden. Okay, Secret Exit in dieser Welt einfach instant gefunden. Wir müssen ja aber definitiv noch mal rein. Bestimmt nach da rechts, oder? Nee, das ist der richtige Weg, offenbar. Schwebepirouette. Ja gut, wir machen aber erstmal das andere hier, ne? So Leute, ich bin wieder hier. Diesmal gehen wir nicht da oben lang. Also hier muss man wirklich sagen, das Secret Exit war sehr offensichtlich zu sehen. Fiesling? Denkst du, du wärst hier auf der Halfpipe? Das hilft mir eigentlich. Mal so, ich kann hier easy durch. Okay, wie mache ich das jetzt hier? Okay, das war recht einfach. Umwerfen. Und ich sehe schon das Wunderding. Und ich sehe mein Thumbnail schon kommen. Oh, ich bin in die Stachelkugel. Cool. Hui.
Okay, jetzt wird gekegelt. Ja, die sprechen mir aus tiefster Seele. Alter, ich bin unaufhaltsam. Hör doch, meine Gedanken zu lesen. Du kannst nicht entkommen. Das Power-Up ist geil, aber irgendwie OP, SL. Dachte, hier ist vielleicht noch was versteckt. Geschafft. Meins. Damit haben wir die Welt abgeschlossen. Dann holen wir uns noch den Abzeichen Pirouette hier, ne? Ich spiele ja sowieso am liebsten mit der Pirouette. Irgendwie habe ich den Wandsprung gerade nicht gemacht. Krieg gerade irgendwie nicht in den richtigen Winkel. Okay, erste Münze haben wir. Ich hab die Münze. So, hab sie. Diesmal richtig. Ich muss schon sagen, die Dinger mag ich nicht, weil es kacke ist, den Winkel zu treffen. Okay, hab's geschafft. Und Flagge. Ich stehe auf dieser Flagge. Na gut, ne? Da haben wir recht viel direkt in einer Folge hier geschafft, ne? Beim nächsten Mal geht's zum Augen auf in der Glut-Draco-Ruine. Das Vieh, was ich da auf dem Bild sehe, sieht schon heftig aus. Die Brücke muss der wahrscheinlich wieder aufbauen. Das können wir alles beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.